Hallo ihr Lieben, willkommen bei wundervollem Sonnenschein. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen an den Einstellungen rumgemerkt. Ich hoffe, ich bin nicht brachial überbelichtet, aber wir haben wundervolles Aprilwetter. So, mir ist aufgefallen, dass im April gab es bei mir eine Katastrophe nach der anderen, ganz verschiedener Sorten. Und ich habe nicht so viel gelesen bis jetzt. Ich glaube, vielleicht zwei Bücher. Ich glaube, ganz am Anfang vom April, da müsste ich jetzt die Bilder suchen, habe ich zwei Bücher beendet. Und danach ist nicht mehr so viel passiert. Warte mal, ich glaube, ihr seid ja völlig schief. Und ich dachte mir, vielleicht nehme ich mir heute und die nächsten 2 Tage ein bisschen Zeit und wir machen wieder so eine Art Würfellesemarathon. Ich suche mir jetzt gleich die Bücher raus, auf die ich Bock habe. Dann werde ich wieder solche kleinen Kärtchen machen. Und dann sehen wir uns auf dem Schreibtisch wieder und dann würfe ich mir was aus. So, da hätte ich voll Bock drauf. Wir machen das jetzt einfach und wir gucken einfach gemeinsam, was die nächsten Tage hier so passiert. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ach Gott, es werden langsam subtropische Temperaturen hier in diesem Raum. Ich habe ja Morgensonne. Also, 10 Bücher haben es in die nähere Auswahl geschafft. Wir nehmen aber nur den 6er-Würfel. Dementsprechend, wir müssen uns jetzt mal erstmal gemeinsam Gedanken machen. 6 Bücher, die ich davon auswähle. So, zum einen von Tammy Fischer. Die habe ich tatsächlich, ich glaube, Anfang April habe ich schon mal so einen Würfel-Lesemarathon angefangen, aber es ist leider nichts draus geworden. Ich habe die ersten 2 Kapitel mir erwürfelt und die habe ich auch schon gelesen. Also hier sind wir quasi, starten wir mit 26 Seiten. Und dann dieses Buch habe ich auch schon angefangen, nämlich Unfollow Me ist übrigens das einzige Hörbuch. Die anderen liegen mir alle als Print vor. Also wir haben heute mal ein Printmarathon. Genau, das habe ich als Hörbuch schon etwa ein Drittel gehört. Aber heute werde ich keine Hörbücher hören. Das heißt, das kommt auf jeden Fall schon mal nicht in die Auswahl. So, dann hatte ich mir letztes Jahr gekauft Ever After. Ganz frisch habe ich mir gekauft von Kira Licht A Spark of Time. Der kam jetzt auch erst raus nach der Buchmesse. Dann habe ich True Crown. Das ist der dritte Teil und die ersten zwei habe ich verschlungen. Das heißt, der kommt auf jeden Fall hier mit rein. Dann habe ich einen Thriller Abendrot. Ich liebe die Thriller von Lucy Foley, aber ich weiß noch nicht, ob ich in Thriller-Laune bin. Secondhand Doll Friend, da haben Spatze und ich die zwei Jungs gesehen zur Buchmesse. Haben wir uns danach auch das Buch gekauft. Das kommt definitiv in die Auswahl. Dann habe ich hier zwei Mangas, nämlich die Tagebücher der Apothekerin und Shadows House. Und ich nehme auf jeden Fall, haben wir uns auch nach der Buchmesse gekauft, nehme ich das mit rein. So, dann hätten wir noch das Festival der Magie. Das ist ein Kinderbuch von Mara Peters, beziehungsweise von der lieben Marion Meister. Das ist ein Kinderbuch, das nehmen wir mit rein. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns entscheiden. Sind es wirklich? Ja, es sind 10. Zwischen Ever After und A Spark of Time. Jetzt muss ich aber sagen, Ever After ist bei mir jetzt eigentlich schon länger. Liegt schon länger rum. So, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir diese Bücher an. Da habe ich mir ganz schön was vorgenommen, weil dieses Buch ist relativ schnell zu lesen. Und die zwei sind relativ dick. Nun ja. So, wir gucken mal. Das wäre jetzt auch die Reihenfolge. Einfach zufällig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir würfeln jetzt. Also, es ist das dritte Buch, das war eine 4. So, und 4 heißt 30 Minuten. So, dann schreibe ich jetzt mal hier auf. Und ich mache jetzt keine Reihenfolge mehr, ne? Also ich lese quasi diese Leseaufgaben in der Reihenfolge, wie es mir dann gerade passt. So, dann 6, 6. 6 heißt 20 Minuten. Wir lesen dann hier noch 20 Minuten. Min. Jetzt wollte ich noch Ever After daneben schreiben. So. Ach so, und den letzten Lesemarathon hatte ich nämlich auch schon mit diesen kleinen Kärtchen gestartet. Ich glaube, das habt ihr gar nicht gesehen. Ich fand das irgendwie cooler. So, das hier ist eine 10 und eine 3. 10 heißt 2 Kapitel. Ich glaube, wir kommen hier im Kinderbuch gut voran.
Insgesamt würde ich hier so 5, 6 mal würfeln. Ich guck mal. So, eine 6 und 10. 10 waren 2 Kapitel. Das heißt, Ever After haben wir auch nochmal 2 Kapitel. Ich glaube, das war das 4. Mal. Hm? So, da haben wir jetzt bis jetzt aber erst 2 Bücher. So, dann haben wir noch True Crown. 7 sind 15 Minuten. Komm, bisschen können wir noch. Bisschen können wir noch. Ach so, und ich denke, wir sehen uns dann vielleicht immer morgens, dass ich mir immer für einen Tag was würfe. Das wäre zumindest so meine grobe Vorstellung. Die 4 sind 10 Minuten. Das ist gar nicht so viel. So. Wir machen nochmal. Die 1, 20 Minuten in Pretty Scandalous. So, dann machen wir jetzt mal hier einen Strich. 20 Minuten. Habe ich nicht irgendwie mal noch eine längere Lesesession? 4. Das sind auch nochmal 20 Minuten. Komm, wir wollen doch hier mal was schaffen. Die 5, die Apothekerin. Joker. Ich hole sie mir mal. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich sie nicht komplett lese. So, haben wir denn hier ein Kapitel? Manchmal gibt es Kapitel. Es gibt 4 Kapitel. Würde ich sagen, machen wir 2. Teilen wir uns das ein bisschen auf. 2 Kapitel. Los! 4. Das wären nochmal hier 15 Minuten. 15 Minuten. So, was haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht so 3 Stunden Lesezeit zusammen. Hm? Ja, wir haben jetzt so 3 Stunden Lesezeit zusammen. Okay, dann starte ich jetzt mit meinen Leseaufgaben. Ich bin echt schon super gespannt. Und wir sehen uns dann, ja, entweder heute Abend, falls ich heute Nachmittag super viel lese, ich muss aber eigentlich noch ein bisschen arbeiten, oder dann so morgen Vormittag. Also ich drehe halt immer gern mit Licht. Ich mag das einfach, wenn es schön hell ist. So. Und ich glaube, jetzt starte ich schon mal eine kleine Balkon-Session. Wir haben nämlich wundervolles Balkonwetter. Und lese eine Runde. Wir sehen uns später. Tschüss. So, ihr Lieben, ich habe fleißig gelesen. Und ich gehe jetzt mal der Reihe nach, wann ich quasi was gelesen habe. So, jetzt haben wir es. Kleines Update. Ich habe quasi gestern Abend, nachdem ich das ausgewürfelt habe, meine Abschnitte in Ever After und in Secondhand Toy Friend gelesen. Und den Rest habe ich jetzt so ein bisschen verteilt. Es ist jetzt schon nachmittags nach 15 Uhr, 15.06 Uhr ist es. Und wir haben schönes Wetter und ich habe jetzt noch ein bisschen auf dem Balkon gesessen. So. Und ich muss mir unbedingt was Neues auswürfeln, weil ich will weiterlesen. Also, zuerst habe ich angefangen mit Ever After von Stella Tuck. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft und ich fand halt dieses Cover einfach magisch. Und außerdem stehe ich auf Märchenadaption. Und da hatte ich mir ja erwürfelt, oh, das habe ich gar nicht ausgerechnet, einmal, jetzt habe ich nicht den passenden Stift. Ich komme gleich wieder. Ihr wisst doch, Professionalität wird bei mir groß geschrieben. Also, wir haben hier 30 bis 7,4. So, das sind jetzt nochmal 34 Seiten. Also, ich hatte hier einmal 20 Minuten, da habe ich 30 Seiten gelesen. Wobei, das ist immer relativ, weil man beginnt ja meistens nicht auf, also die erste Seite wäre jetzt Seite 7, ne? Und genau, 30 Seiten. Und dann habe ich jetzt nochmal 34, 44, wenn ich Adam Riese und so, ne? Ich habe dann noch 2 Kapitel gelesen. Also ich habe quasi das Kapitel davor, das zweite zu Ende gelesen und dann das ganze dritte und das ganze vierte, weil ich durfte jetzt 2 Kapitel lesen und bin jetzt auf Seite 74 gelandet. Mann, ey. So.
Ich muss sagen, das Buch ist leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wir haben hier Rain und sie ist quasi eine Nachfahrin von Schneewittchen. Und wir hatten hier quasi früher so diese ursprünglichen Märchenfamilien. Die waren auch so ein bisschen magisch, aber jetzt hat sich das ein bisschen ausgeschlichen. Und ihre Familie ist jetzt verarmt und sie sieht es auch nicht so richtig ein, sich dort einzuleben, einzugliedern und möchte eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Sie hat eine Band, die Poison Apples. Und ja, hier gibt es einen schlafenden Prinzen. Und sie hat demnächst Geburtstag, ihr 18. Und sie muss den wach küssen. Und das machen wohl irgendwie alle weiblichen Nachfahrinnen. Und soweit ich weiß, wird sie es schaffen und damit einen Fluch erwecken, Fluch entfachen. Mir fehlt gerade das passende Wort. Mir hat der Schreibstil nicht so ganz gefallen, deswegen habe ich dann bei Amazon geschaut und dort wurde mir, ich habe mich versucht, nicht allzu sehr zu spoilern, aber ein bisschen schon. Die ersten 50 Seiten, 150 Seiten sollen wohl relativ schleppend sein. Ich finde, das geht von der Handlung her. Und dann, es gefällt einigen nicht. Es gibt schlechte Rezensionen, weil viel zu brutal und das Ganze wird zu einem Horror-Thriller, wo ich mir dachte, okay, dann liest du das Buch mal doch weiter. Ich muss sagen, mir gefallen die meisten Namen nicht. Die sind teilweise sehr sperrig. Und ich finde, Stella Tack hat auch teilweise eine sehr eigentümliche Art, Dinge zu beschreiben oder noch so einen Nachsatz zu bringen, um irgendwelche Zustände zu beschreiben. Also so richtig warm werde ich mit ihrem Schreibstil nicht. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt auf den Mord und Totschlag, der da kommen sollte. Vielleicht rettet das Buch für mich noch. So, aber es ist trotzdem spannend, ne? Also ich habe die Geschichte gern verfolgt, aber die Geschichte ist nicht das, was ich erwartet habe und der Schreibstil ist auch nicht so meins. Wie gesagt. So, dann habe ich mir Secondhand Toy Friend geschnappt. Sehr, sehr lustig. Aber Spatze und ich, wir haben die zur Buchmesse schon auf der Bühne gesehen. Also Dark Victory und Costas Kind. Ich kannte die zwei noch gar nicht. Und ich hatte ja einmal 19 Minuten, einmal 10 Minuten, einmal 20 Minuten, einmal 15 Minuten. Ich werde euch jetzt nicht die einzelnen Seitenzahlen vortragen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Relevant ist, ich bin jetzt insgesamt auf Seite 63. Und hier ist es ja so, dass ich glaube, der Kleinere, der ist 19 und der lebt noch bei seiner Mutti und die ist Spanischlehrerin und er hat eine Freundin und er weiß halt nicht so richtig, ist er schwul oder nicht. Also er hat halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass was mit ihm nicht stimmen könnte. Und er hatte noch keinen Sex mit seiner Freundin, aber demnächst gibt es da so einen Ausflug mit ihr zu ihrer Familienanwesen und da wird es dann wahrscheinlich in die Vollen gehen. Und er möchte jetzt quasi gern einen Vibrator. Ich hoffe, dass dieses Video nicht demonetarisiert wird. Er möchte gern einen Vibrator ausprobieren, also kaufen, um zu gucken, ob das was mit ihm macht. Damien heißt er, glaube ich. Und der Große, das ist. Ach nee, der ist erst 17. Ach so, nee, er behauptet 19 zu sein. Er ist erst 17. Und der andere behauptet 21 zu sein. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Ach, Damien und Emil. So, und Emil hat viele von diesen Spielzeugen und sein Vater möchte aber, der hat die in seinem Zimmer gefunden, er möchte, dass die wegkommen und der Emil will die quasi zu Geld machen und hat die aus Jux bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. So, und der Damien, der kann halt nicht einfach in dieser Kleinstadt in den Laden gehen und sich einen kaufen, weil irgendwie alle seine Mutter kennen und er kann sich's auch nicht irgendwo bei Amazon oder Watt Orion bestellen, weil seine Mutter öffnet die Post. So, und deswegen will er quasi einen Gebrauchten kaufen und die zwei chatten jetzt so ein bisschen. Wir haben uns auch die bunte Ausgabe gekauft, weil die Chatverläufe dann einfach auch ein bisschen knackiger aussehen. Sehr lustig. So, ich bin mir auch noch nicht sicher. Also, es könnte eine Liebesgeschichte werden, aber ich glaube, die zwei hatten auf der Bühne erzählt, das ist ein bisschen anders. Mal gucken. Ich würde da heute gerne was auswürfeln. So, dann habe ich mich heute mit das Festival der Magie beschäftigt. Das ist von Mara Peters bzw. Marion Meister.
Und wir haben die zwei Mädels und in dieser kleinen Stadt, irgendwie Starfords oder sowas ähnliches, erinnert mich die ganze Zeit so ein bisschen an, na, hier mit dem ganzen Kaffee. Wie heißt es denn? Gilmore Girls. So, und die Mädels, die lieben Zauberei und Zaubertricks und verehren alle möglichen Bühnenkünstler. Und es kommt immer einmal im Jahr, kommen dort quasi ganz viele Zauberer in diese kleine Stadt und bauen Zelte auf. Und da gibt es ganz viele Tricks, die vorgeführt werden. Und genau, die wollen das quasi zusammen aufführen. Penny und ich will immer Holly sagen, aber ich glaube, Holly ist in dem anderen. Wie heißt denn die eine? Penny und Becca. So, und die Becca ist eigentlich ein bisschen schüchtern, aber da ist irgendwas Magisches in irgendeinem Zelt passiert. Das muss ich jetzt noch herausfinden. Und weswegen die Becca plötzlich total tollkühn und leichtsinnig wird. Und da passiert natürlich eine Katastrophe nach der anderen. Ist ein Kinderbuch, aber ich finde es wirklich sehr zauberhaft. Und ich hatte einmal 30 Minuten und einmal zwei Kapitel. Und ich bin jetzt auf Seite 76. So. Dann hatte ich ja meinen Joker bei die Tagebücher der Apothekerin. Da habe ich ja gesagt, gut, ich lese die ersten zwei Kapitel. Und sie ist quasi Apothekerin eigentlich und ist aber irgendwie entführt worden und verkauft worden in den Kaiserpalast. Und am Anfang fristet sie dort ihr Dasein als Dienstmagd, als Wäscherin. Und aber ich sag mal, der Kaiser, der hat mehrere Frauen und eine hat ihm einen Sohn geboren und eine ein Mädchen. Und es sind zuvor schon drei kaiserliche Erben verstorben und die hat so eine Idee, was mit denen passiert sein könnte und klärt das quasi auf. Und jetzt ist sie als Mundschenk eingestellt worden, also quasi die eine Gemahlin mit der Tochter, die sagt, sie möchte gern, dass die Apothekerin für sie arbeitet und die ganzen oder bei ihr als Magd arbeitet und für diese ganzen als Vorkosterin, Mundschenk, Vorkosterin. Soweit bin ich jetzt. Und jetzt am Ende vom zweiten Kapitel, da ist irgendwie noch so ein anderer dubioser Typ, wo ich noch nicht so richtig rausgekriegt. Ich meine, es ist ein Manga, ne? Dadurch ist es immer so ein bisschen relativ, wie viele Informationen man dort bekommen kann. Und der möchte irgendwie, dass sie für ihn ein Aphrodisiakum herstellt. So, mehr weiß ich noch nicht, war aber ganz cool. Dann habe ich weitergelesen in Tammy Fischer. Da hatte ich ja schon bei dem anderen Lesemarathon, den ich euch da nicht geschnitten habe, weil irgendwas war mit dem Videomaterial, hatte ich quasi schon die ersten zwei Kapitel gelesen, aber die kannte ich auch schon, weil ich die Lesung von Tammy zur Buchmesse gesehen hatte, ich glaube am Freitag. Und ich hatte mir hier erwürfelt 20 Minuten und ich bin ja so durch die Seite geflogen, weil ich liebe diese Thematik, dieses Gossip Girl meets Revenge, ja, wenn halt irgendetwas Schlimmes passiert ist und eine andere Person versucht, naja, nee, Gossip Girl ist ein bisschen was anderes. Nee. Gossip Girl ist quasi diese elitäre Gesellschaft. Und die Revenge-Serie ist eher das, wie ich schleuse mich in die Gesellschaft ein und versuche sie von innen heraus zu zerbrechen. Ich liebe diese Themen und hier haben wir halt beides. Wir haben die zwei Schwestern, das sind Zwillinge, die wollen beide Architektur studieren, beziehungsweise haben das auch angefangen und die eine ist in New York und die andere nicht. Und die New Yorkerin, die gerät an eine Clique, die sie zerstört, weswegen sie drogensüchtig wird, weswegen sie viele feine Klamotten trägt und weswegen ihr auch körperlich und seelisch Schaden zugefügt wird. Und nachdem sie sich eine ganze Ecke nicht bei ihrer Zwillingsschwester gemeldet hat, stand sie jetzt quasi jetzt in den Abschnitt, den ich heute gelesen habe, weinend und durchnässt und mit Drogen vollgepumpt vor deren Tür. So, und ich bin nur so durch die Seiten gerast. Ich hatte, glaube ich, nur 20 Minuten oder so und bin von Seite 26 bis 64 gekommen. Was ist das? 28 Seiten habe ich gelesen? 38? Was auch immer. So, spielt keine Rolle. Also ich bin ja nicht wie vor 10 Jahren, dass ich versuche, so viele Seiten wie möglich zu lesen und mich selbst hier irgendwie zu betteln, sondern ich möchte einfach eine schöne, spannende Lesezeit haben und es ist eher so ein bisschen irrelevant,
wie viele Seiten ich sozusagen lese. Deswegen, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, das ist jetzt nicht so wild. Genau, ich bin jetzt also auf Seite 64, 65 und Sarah heißt die, ne? Sarah ist quasi die Schwester, die jetzt unversehrt ist und die hat jetzt schon angefangen zu planen. Sie möchte quasi, dass ihre Zwillingsschwester bei ihr bleibt und sie hat jetzt quasi schon angerufen und ihr Studium für ein Semester pausiert und sie möchte quasi nach New York und diese Clique infiltrieren. Muss ich unbedingt weiterlesen. So, und zum Schluss hatte ich noch 15 Minuten, die habe ich jetzt auf dem Balkon gelesen in True Crown. Das ist der dritte Band, das sechste Buch, der dritte Band, das Duell mit dem dunklen Magier. Und hier kann ich gar nicht so viel dazu sagen, falls ihr die Reihe noch nicht kennt, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie so eine Gesellschaft hier. Wir sind hier in London, aber wir haben quasi auch den Lord Magier, der versucht so ein bisschen das Land zu beschützen. Und wir haben aber wie so eine Art Parallelwelt mit den Elfen und die sind alle ein bisschen Gaga, die meisten davon, aber die entführen auch Kinder und machen Schabernack und aber manchmal sterben dort auch Menschen. Und jetzt in dem dritten Band geht es um das Münne des Lord Magiers und der Dora. Die zwei sind die Protagonisten aus dem ersten Band. Und genau, die hat auch magische Fähigkeiten. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel geschafft in den 15 Minuten. Ich bin jetzt auf Seite 25. Aber sie hat gerade erfahren, dass es zu Mordfällen kam. Also es gibt quasi Mädchen, die gestorben sind in London. Und ich denke mal, die macht sich dann demnächst mit ihrem unsichtbaren Bruder. Das ist jetzt zu kompliziert, euch das so zu Also ich finde generell diese Elfenwelt sehr kompliziert und diese Elfenwelt ist auch das, was mir an dieser Reihe nicht gefällt. Also es gibt etwas, was mir an der Reihe sehr gut gefällt und es gibt was, was mir an der Reihe gar nicht gefällt. So, deswegen will ich jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausende kommen. Auf jeden Fall, sie hat ja irgendwie noch ihren Bruder, die, ich habe vergessen, wie sie heißt, Abigail. Und der ist, sagen wir mal, unsichtbar, nennen wir es mal so. Eigentlich ist er auch tot, aber ist, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Was ich aber wissen möchte, ist, wie sie quasi sich auf die Spur macht. Ich möchte diesen Krimi-Fall, auf den freue ich mich schon sehr. Und es ist bis jetzt in jedem der ersten zwei Bände immer eine Liebesgeschichte passiert. Ich habe halt auch Bock auf die Liebesgeschichte. So, weil die im ersten Band, die war auch so ein bisschen Bridgerton-like. Und das mochte ich sehr. So, das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt geschafft habe. Und jetzt sehen wir uns gleich auf dem Schreibtisch wieder, weil ich muss mir jetzt hat alles gewackelt. Ich muss mir jetzt was Neues auswürfeln. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Falls ich jetzt irgendwie ein bisschen zu schnell geredet habe, ich freue mich jetzt wirklich drauf, weiterlesen zu können. So. Machen wir es mal hier ein bisschen farblich. So, also farblich durcheinander. Also, das sind wieder unsere sechs Bücherchen. So, und nach dieser Aufnahme werde ich dann eventuell den Cut machen. Und pass mal auf. So, wenn ich jetzt noch ein, zwei Tage weiterlese, dann mache ich hier nach der Aufnahme den Cut und dann bekommt ihr quasi zwei Lesemarathon-Videos. Und falls ich aber das nächste Leseupdate das letzte sein sollte, was es von mir gibt, dann ist danach Schluss. So, und dann machen wir keinen Cut. Aber dass ihr einfach schon mal ein bisschen Bescheid wisst. So, man weiß ja immer nicht, was in meinem Leben gerade so passiert. Also, wir haben eine 4, das ist die Tagebücher einer Apothekerin, 20 Minuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 20 Minuten ich dann auch so gut wie durch bin mit dem Manga. Die sind ja auch mal ruckzuck zu lesen. So, weiter geht's. Huch, eine 1, eine 2, 10 Minuten. In 10 Minuten komme ich doch hier nicht weit. Gut, wir können ja hier noch ein bisschen fett würfeln. So, wieder die 4, 9, 25 Minuten. Okay, dann ist das Buch aber durch. So. Also 45 Minuten brauche ich dafür nicht mehr. So, Ever After 3, 45 Minuten. Das gefällt mir. Da kommen wir hier ein bisschen zu Podium. Weiter geht's. Eine 1, 8, Joker. 1 ist. Oh! Da würde ich mal sagen, lesen wir zwei Kapitel.
zwei Kapitel ganz, deswegen ganz schön, weil da muss ich nicht immer die Uhr stellen, sondern ich kann essen, ne? So. Nochmal die 1, 4, 30 Minuten. Mit Tammy kommen wir voran. Aber was ich ganz cool finde, weil ich bin echt gespannt, was diese Clique da diesem Mädchen angetan hat und dass die dann auch dafür büßen. Ich weiß, es sind drei Teile, aber wir müssen ein bisschen Geduld mitbringen. So, die 5, Joker. Ever After. Da würde ich auch hier wieder sagen, zwei Kapitel. Ich habe ja gut zu tun. Die 1. 10 Minuten. Ich können wir hier mal noch ein bisschen was anderes. Die 2. Okay. 7. 15 Minuten wieder. Ich würde sagen, ich würfel noch zweimal. Mal gucken, wo uns das hinführt. Die 4. Ne, die 4 ist raus. Das ist das Manga. Die 1. 5. Ein Kapitel. So, noch ein Kapitel. So, und ein letztes Mal. Wieder die 4. Nö. Die 5. 4. 30 Minuten. Was war das nochmal? Ever After. 30 Minuten. Na gut, dann haben wir die zwei uns hier gar nicht erwürfelt. Das ist natürlich nicht so schön, aber so ist es mit dem Zufallsprinzip. So, und die Hausaufgaben nehme ich mir mit. So, also genau, ich nehme mal an, dass ich die Tagebücher der Apothekerin beende und dementsprechend schaffe ich definitiv jetzt im April noch ein Buch abzuschließen. 15 Minuten in True Crime, da kommen wir natürlich nicht allzu weit. Aber in den zwei Büchern kann ich ordentlich rocken. Was aber auch ganz gut ist, weil das sind halt auch die zwei fettesten, nicht wahr? Also Pretty Scandalous. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie Tammy schaffen würde, kurze Bücher zu schreiben. Das ist hier nicht ihre Art. Das sind 604 Seiten. Und Ever After sind 568 Seiten. So, von daher, wir werden eine Weile brauchen in den Büchern. So, ich freue mich, ich verziehe mich jetzt, ich mache mir einen schönen Eiskaffee, verziehe mich jetzt auf den Balkon und lese eine Runde. So, wie gesagt, wenn ich morgen auch noch fett lese und mir nochmal was auswürfe, dann ist dieses Video hier zu Ende. Und falls morgen aber irgendwas dazwischen kommt, morgen und übermorgen und ich gar nicht mehr Zeit zum Lesen haben sollte, dann wird das Leseupdate morgen früh dann das letzte sein. So oder so, sage ich erstmal. Tschüss.